das Freiwillige Soziale Jahr. Für viele Jugendliche und junge Erwachsene eine häufig genutzte Chance, sich gesellschaftlich zu engagieren. Ob im sozialen Bereich, in Denkmalpflege und Kultur oder im Friedensdienst. Die Möglichkeiten, Freiwilligendienste zu leisten, sind vielfältig. Besondere Erfahrungen sammeln, berufliche Orientierung, sich solidarisch für andere einsetzen. Das sind nur einige der vielen Gründe für junge Menschen, sich freiwillig zu engagieren. Also ich habe überlegt, ob ich Lehramt studieren möchte oder ob ich eher was mit kleineren Kindern machen möchte. Und da ich da halt die Möglichkeit habe, das ein Jahr einfach auszuprobieren, war das einfach für mich die naheliegendste Möglichkeit. Also ich kann sagen, ich habe jetzt schon meine Erfahrungen gemacht und meine Kompetenzen haben sich gesteigert und darüber bin ich auch echt glücklich. Seit nunmehr 50 Jahren gibt es das Freiwillige Soziale Jahr in Deutschland. Auf einem Festakt in Berlin dankte Bundesjugendministerin Manuela Schwesig allen, die am Erfolg der Freiwilligendienste beteiligt sind. Ganz besonders aber vor allem den Freiwilligen selbst. Denn das, was wir heute hier gemeinsam feiern, das haben wir euch zu verdanken. Ihr tretet in die Fußstapfen der Jugendlichen, die schon vor euch das Freiwillige Soziale Jahr angetreten haben. Der Wunsch, ein Jahr lang etwas für die Gesellschaft zu tun, und ich glaube auch damit, etwas für sich ganz persönlich zu tun. Dieser Wunsch muss von den jungen Menschen selbst kommen. Ihr habt diesen Wunsch gehabt und ihr habt euch für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden. Ihr seid dort, wo andere Menschen Hilfe brauchen. Nicht nur im freiwilligen sozialen Jahr, sondern auch im freiwilligen ökologischen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst engagieren sich mittlerweile insgesamt 100.000 Freiwillige. Ein Rekordwert. Und auch in Zukunft sollen die Freiwilligendienste ihre wichtige gesellschaftliche Funktion weiter erfüllen. Das freiwillige soziale Jahr, das freiwillige ökologische Jahr ist ein Bildungsjahr und ist kein verlorenes Jahr. Im Gegenteil, es ist ein Jahr mit großem Gewinn für den Einzelnen, für die Einzelne, aber auch für unsere Gesellschaft.